Die perfekte Kulisse für die Après-Ski-Party oder besser Après-Skisaison-Party liefert der Ramserhof. Dort haben sich Newcomer, Routiniers und Weltcupsieger des alpinen Skizirkus aus Niederösterreich an einem Tisch gesetzt, um über die vergangene Saison und die zukünftigen Ziele zu plaudern. Die Saison hat eigentlich fulminant gestartet, sage ich jetzt einmal. Also ich habe gut losgelegt. Ich habe mit Fissrennen in Gröden gestartet. Da habe ich gleich einen ersten Platz in der Abfahrt erfahren und einen dritten im Super-G. Dann ist es weitergegangen mit dem siebten Platz im Europacup auf der Reiteralm. Einen Tag drauf habe ich mein erstes Europacup-Rennen gewonnen. Und dann bin ich nominiert worden für mein Weltcup-Debüt in Santa Catarina. Und da habe ich es gleich in die Punkteränge geschafft. Das war natürlich eine coole Geschichte für mich. Es ist für mich jetzt nicht so besonders gelaufen. Also muss ich mal schauen, wie es für mich jetzt skifahrerisch weitergeht. Und ich lasse das jetzt alles einmal auf mich zukommen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Im Großen und Ganzen war es eigentlich wirklich eine gute Saison. Die einzelnen Ergebnisse, wenn man sich die anschaut, hätten es vielleicht teilweise ein bisschen besser sein können. Es ist natürlich nur Luft nach oben. Aber wie man gesehen hat, kann ich ja ganz vorne mitfahren und das ist wichtig. Das ist auch wichtig für mich selber, dass ich das weiß und an dem werde ich arbeiten und werde einfach nächstes Jahr konstanter ganz vorne mitfahren. Es war für mich eine sehr schwierige Saison, auch mit dem Umfeld. Also es waren schon Höhen und Tiefen da, aber im Endeffekt, ja, ich habe schon gute Zeiten gezeigt, bin gut Ski gefahren, ich habe es nicht immer am Punkt gebracht und das ist halt das Ziel jetzt für die nächste Saison, dass ich einfach da hart dran arbeite und dass ich das am Punkt bringen kann. Die Wintersaison 2016-17 ist geschafft. Jetzt heißt es sich vorbereiten auf neue alpine Ziele. Das Hauptziel ist der Europacup. Da möchte ich mir auf jeden Fall einen Fixplatz für die nächste Saison da fahren. Aber natürlich, wenn ich meine Chancen im Weltcup kriege, dann möchte ich auch dort zeigen, was ich kann. Olympia möchte dabei sein und da müssen die Leistungen vorher passen. Dass man da einer von den vier besten Österreicher ist und das ist das ganz große Ziel für nächstes Jahr. Auf dem Weg zum Ziel gibt es gute Unterstützung. Einer, der mit Herzblut das Material der alpinen Skiathleten perfektioniert, ist der Texinger Manfred Stadler. Er gründete den Verein Speed Alpine Material Tech Support, kurz SAM, um Kinder, Jugend- und Nachwuchsläufer im niederösterreichischen Alpin- und Speed-Skisport zu unterstützen. Die wir Sportgeschäfte haben, da können wir sehr viel Bodentuning machen, Wachsmaterial und solche Sachen. Das ganze Know-how, was wir halt haben, werden dann nachher weitergeben, kriegen von uns auch Wachsmaterial zur Verfügung gestellt, dass man sagt, man kann da wirklich mithalten mit anderen Niveau und von dem her haben wir eigentlich einen Verein gegründet, wo ich ihnen helfen kann. Es ist so, dass ich da Sponsoren gesucht habe, dass wir da wirklich auf, wir haben 18 Läufer, was wir da betreuen, im Nachwuchsbereich und bis in Weltcup-Affe, dass wir da viel Geld brauchen, dass wir den Läufern auch Schleifen, Wachsmaterial, das ganze Know-how halt weitergeben können. Das braucht einiges an Finanzen und da haben wir sehr viele Sponsoren, die was uns von Anfang an geholfen haben. Und da wollen wir gerne das Dankeschön sagen, dass ihm da heute denken und werden es vermissen, unsere neuen Sponsoren da, die was sich das einmal anschauen, uns vielleicht unterstützen können und auch Interesse da sind für eventuell für Kopfsponsoren für die Zukunft. Es war ein Abend, an dem auf die Herausforderungen, als Niederösterreicher in den Weltcup zu kommen, eingegangen wurde. Es war aber auch ein Abend, der gezeigt hat, wie wichtig die Förderung junger Sporttalente als Teil unserer Unternehmenskultur ist. Es freut mich, dass ich heute hier eingeladen wurde, weil natürlich Niederösterreich sensationelle Spitzensportler herausbringt und gerade Skilauf ist ein ganz ein wesentlicher Sportart, wo auch sehr viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vor den Fernsehschirmen sitzen und mit den Niederösterreichern mitfiebern. Genauso ist es, dass wir auch als Arbeiterkammer sehr viel im Bereich Sport, Betriebssport unternehmen, unter anderem auch Ski. Unsere Familiensporttage sind ja legendär in Niederösterreich. Aber es ist wichtig, dass wir auch als Interessensvertretung hier zeigen, dass wir aktive Sportler auch unterstützen und dass wir gerne hier dabei sind. Denn es ist sehr, sehr schwierig, mit wenig Unterstützung in diesem Spitzensport auch dementsprechend auch Platz zu finden. Und ich glaube, wenn man gut drauf ist, wenn man genauso wie im Beruf gut drauf ist, im Spitzensport gut drauf ist, dann ist es eine ideale Kombination und darum freut es mich, was ich hier heute alles erlebe und was wir alles sehen werden und ich bin schon sehr gespannt, welche Eindrücke ich mitnehmen kann. Viele positive Eindrücke, denn die Leistungen der jungen Talente sind mehr als überragend. Und das nicht alleine nur deswegen, weil Österreich eine Skination ist, sondern auch deswegen, weil jemand hinter ihnen steht.
Ja, ich finde es einmal richtig cool und möchte mich bedanken dafür, dass wir eingeladen haben. Es ist einfach wirklich ein cooler Verein, weil wir die Unterstützung brauchen beim Material und wir brauchen das Wachsel, wir brauchen einen geschliffenen Ski und von dem her ist es echt cool, dass wir da einmal alle zusammentreffen und sie kennenlernen und ich hoffe, so bringen wir was nach vorne. Ich freue mich, dass wir das nutzen können für uns, ja, und bin überzeugt, dass das eine coole Geschichte wird. Ja. Danke an Ehren, danke an die ganzen Sponsoren. Er hat da einiges auf die Füße gestellt in den letzten ein, zwei Jahren, was, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch den ganzen jungen Sportlern in Niederösterreich einiges bringt am Materialsektor und dementsprechend ist das wirklich ein cooler Abend heute. Ich glaube, das kann uns jedem weiterhelfen und auch die Jungen, die was jetzt da neu dazukommen zum Landesskiverband. Und das ist im Großen und Ganzen für jeden eine super Sache.